Ein Video über Scratch? Na Logo. PS, wer das Wortspiel nicht verstanden hat, im Titel steht, um welche Programmiersprachen sich dieses Video drehen wird. Aber kommen wir zuerst zu Scratch. Die 2007 veröffentlichte Sprache ist an Kinder und Jugendliche gerichtet. Zusammen mit der zugehörigen Entwicklungsumgebung und Online-Plattform wird Scratch oft genutzt, um unseren jüngeren Mitmenschen das Programmieren näher zu bringen und ihnen die ersten Schritte in der riesigen und teils komplexen Welt des Codings zu vereinfachen. Sie wird und wurde von Mitchell Resnick entwickelt, welcher Professor für Lernforschung am MIT, dem Massachusetts Institute for Technology, ist. Das Ziel des Scratch-Vaters war es, Einsteigern mit den Grundkonzepten der Programmierung vertraut zu machen. Dabei verfolgt er das Motto Imagine Program Share, das Nutzer der Programmiersprache dazu motivieren soll, sich kleine Spiele oder Multimedia-Anwendungen auszudenken, anschließend zu programmieren und letztendlich mit der gesamten Scratch-Community auf der Online-Plattform zu teilen. Während Version 1 von Scratch noch als separate Software auf dem PC des Nutzers ausgeführt werden musste, lässt sich Scratch Quellcode ohne weiteres auf der eigenen Homepage erstellen und ausführen sowie natürlich auch bearbeiten. Das führt dazu, dass sich Scratch überall ausführen lässt und man auch mal zwischendurch zur Ablenkung auf die Scratch Homepage gehen kann zum Programmieren. Loco ist, wenn man so will, der große Bruder von Scratch. Es hatte einen sehr großen Einfluss auf die Entwicklung von Scratch. Loco selbst ist ganze 40 Jahre vor Scratch erschienen, nämlich 1967. Jetzt klingt das mit den Geschwistern doch ein wenig komisch, oder? Auch Loco war eine erziehungsorientierte Programmiersprache, mit der man vor der Ära von C, C++, Python, Java und Co. leicht die Grundlagen des damaligen Programmierens lernen konnte. Die von Daniel G. Bobrow, Valley Feuerzei, Seymour Papert und Finzier Solomon entwickelte Sprache wurde jedoch erst in den 80er Jahren so richtig erfolgreich, da zu dieser Zeit die Heimcomputer auf dem Siegeszug waren und rein theoretisch jeder Haushalt mit ausreichend Kapital natürlich dazu in der Lage war, einen eigenen Rechner zu besitzen. Trotz dieses Erfolges in den wilden 80ern konnte sich Logo nicht gegen Sprachen wie Basic durchsetzen, da Logo für Kinder optimiert war und daher häufig unterschätzt wurde. Eine dieser Besonderheiten für Kinder war die sogenannte Turtle-Grafik, bei der man eine virtuelle Turtle, also Schildkröte, mit Hilfe von 12 unterschiedlichen Befehlen über den Monitor bewegen lassen konnte. Zusätzlich konnte man die Schildkröte eine farbige Linie hinter sich herziehen lassen, um so zweidimensionale Kunstwerke zu erschaffen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos belegt Logo den 35. Platz des Tiobo-Rankings, welches zeigt, wie verbreitet eine Programmiersprache unter Entwicklern ist. Scratch im Gegensatz dazu ist auf Platz 19. Vielen Dank fürs Zusehen, Bewerten, Kommentieren und Abonnieren nicht vergessen und im nächsten Video sehen wir uns eventuell wieder.